Herzlich willkommen beim Videocast der himmlischen IT mit Kerstin und Carsten Rachfall. Wir starten vom Boden und nehmen Sie mit in die Cloud, ohne dass es Ihnen schwindelig wird. Und nun viel Spaß! Vielleicht haben Sie manchmal auch das Problem, dass Ihnen die Standardberechtigungsstufen bei SharePoint nicht ausreichen. Ich befinde mich jetzt hier im Office 365 P1 Plan für kleine Unternehmen. Hier ist es manchmal schwer zu finden, wie Sie die Verwaltung in der obersten Ebene von SharePoint vornehmen können. Deshalb möchte ich Ihnen zeigen, wie das Ganze funktioniert. Wir wechseln auf die Team-Webseite. Das ist die einzige wirkliche Möglichkeit, wo Sie SharePoint verwalten können. Ich gehe auf die Website Aktion und gehe dann auf die Website Einstellungen. Dieser Punkt hier unten, der wird nur einem speziellen Benutzer angezeigt, nämlich dem Benutzer, der erste Administrator für dieses Abonnement war. Also, derjenige, der das Abonnement getestet hat und danach gekauft oder direkt gekauft hat, der hat nur die Möglichkeit, diese oberste Ebene im SharePoint, da befinden wir uns auf der Website Collection Ebene, dass er die auswählen kann. Bei allen anderen Benutzern, auch wenn die Administratoren Rechte haben, ist dieser Punkt ausgeblendet. Ich gehe hier auf diese oberste Webseitenebene drauf. Und habe hier dann, so wie bei dem anderen auch, diese Website-Berechtigungen, die ich auswählen kann. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, ganz rechts oben bei der Registerkarte Berechtigungstools auf die Berechtigungsstufen, bekomme ich eine sogenannte Liste. Hier sind zum einen die 5 Standardeinstellungen vorhanden. Ich kann aber auch eine Berechtigungsstufe hinzufügen, beziehungsweise welche, die ich nicht brauche, auch löschen. Ich gehe auf Berechtigungsstufen hinzufügen und hier sehen Sie jetzt ganz, ganz viele Einstellungsmöglichkeiten, die Sie anwählen können und da dann sozusagen Ihre individuellen Berechtigungsmöglichkeiten zusammenstellen. Denken Sie bei der Planung daran, machen Sie es nicht zu kompliziert. Diese Berechtigungsstufen werden in der Website-Collection-Ebene angelegt und stehen Ihnen damit auch für die Unterwebseiten zur Verfügung. Wenn Ihnen unsere Videos gefallen, würden wir uns freuen, wenn Sie uns bei Pinpoint bewerten bei Microsoft. Weiterhin empfehle ich Ihnen unseren Blog www.himmlische-it.de. Dort finden Sie noch ganz viele weitere Videotutorials und Interviews und Blogbeiträge zum Thema Microsoft Cloud Computing.